wieder in der Elektrogarage, Wolfgang Müller am Start. Normalerweise ist er ja der Tesla-Gutachter, aber heute ist er der... Ja, der Smart-Gutachter. Ich mach so ein bisschen Familienhilfe, ja, aber das ist ja ganz natürlich. Wolfgang, wie ist denn der Unterschied zum Tesla? Ja, erheblich, ja. Das ist halt hier so eher so ein Elefantenrollschuh. Und zwar haben wir hier einen Smart 4-4 Coupé, nee, 4-2 Coupé, sorry, jetzt habe ich mich mal noch vertan. Und der ist aus Mai 2006, das heißt, er ist jetzt fast 17 Jahre alt. Kilometer gelaufen. Genau, ja. Und ja, ich habe den Wolfgang gefragt, der Wagen ist von meiner Mama, ob er den mal durchprüfen kann, weil der ist Gebrauch gekauft worden und sie hat ein Jahr Garantie darauf und die ist jetzt bald vorbei. Und dann habe ich den Wolfgang gefragt, ob er mal einen End-of-Warranty-Check machen kann, mal außerhalb vom Tesla-Universum, jetzt quasi im Smart, also Mercedes, war ja früher Mercedes Smart. Was hast du gesagt, ist jetzt eine andere Firma? Ja, Geely hat das, also das ist ja so ein Chinamann, der hat das da gekauft und der besitzt ja auch Volvo und Polestar und all sowas. Der ist ja nicht, man sollte sich den Namen mal merken, wahrscheinlich ist er doch der reichste Mann der Welt und nicht Elon Musk oder sonst wer, weil ich glaube schon, dass das eine unbekannte Größe ist. Okay, dann googeln wir den mal. Geely heißt der, ne? Geely, ja. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal, du machst erstmal eine Probefahrt mit dem Auto. Genau. Und dann schauen wir uns mal die Komponenten an. Der Wetterwagen hochgehoben und dann guckst du mal unter das Auto drunter. Richtig. Wir haben gerade ein Geräusch gehört. Hört sich so an, als ob ein Loch im Auspuff ist. Will der Wolfgang gleich mal untersuchen, was die Ursache ist. Hört sich auf jeden Fall an wie ein Rennwagen, ne? So, jetzt gehst ihr zur Elektrogarage. Wir sind jetzt hier einen Kilometer weg. Wie heißt der Ort hier? Neunkirchen. Neunkirchen. Oder Seelscheid ist es. Neunkirchen, Seelscheid. Im Wilden Westen, ne? Mal ganz ungewohnt, den Tesla-Gutachter nicht im Tesla. Hier steht Lackhausen. Lackhausen, ja. Der Ort links und Witzen ist da. Ist das rechts? So, jetzt sind wir hier im Industriegebiet. Das ist die Straße, die ihr fahren müsst, wenn ihr den Wolfgang in der Elektrogarage besuchen wollt. Jetzt geht's rechts. Man sieht ja schon ganz unauffällig hier auf der linken Seite Wolfgang seinen Anhänger mit dem Kfz-Gutachter-Logo drauf. Ups. Und hier denkt man eigentlich, die Straße wäre zu Ende. Aber wenn man nach links fährt, geht's hier zum Heiligen Gral. Und jetzt nochmal links und dann ist man bei der Elektrogarage. Da sieht man auch schon mein Model S und Wolfgang sein Model Y und wir fahren jetzt genau dazwischen, da geht es in die Garage rein. Hier ist die Elektrogarage. Ja, und wir sehen uns dann drin. Was ist denn jetzt der Unterschied zu einem Tesla bei so einem Check? Was machst du denn jetzt bei diesem Auto anders? Fast nichts anderes. Also hier geht es einmal um Spiele von den Fahrwerken und ja, Auffälligkeiten halt. Ne? Ob irgendwas locker gerappelt oder sonst was ist. Wie gesagt, da spreche ich auch meistens mit dem Fahrer, Fahrerin, um halt festzustellen, ob da irgendwas im Laufe der Zeit gewesen ist oder bei einer besonderen Garagenausfahrt oder besonderen Hubbel, wo immer nur das eine Geräusch auftritt, das passiert ja auch schon mal. Wir machen heute einen sogenannten End-of-Warranty-Check, den man ja normalerweise beim Wolfgang vom Tesla her kennt. Aber der Wolfgang macht das jetzt mir zuliebe auch mal bei einem Verbrenner. Ja, und hier kann man schon feststellen, dass hier so ein Spiel drin ist. Sollen gleich mal gucken, ob ein Gelenk oder das Radlager schon ein Spiel hat. Radlager könnte man wahrscheinlich noch einstellen bei dem Modell. Beiden hier Seiten? Ist es fest. Okay. Hier ist die Bremse schwergängig. Da ja, habe ich ja gedacht, die pfeift so ein bisschen irgendwie. Ja. Eben selber gehört. Ja. Handbremse ist nicht angezogen und trotzdem.
drehen sich beide Räder schwer. Schleift so ein bisschen, ne? Ja. Das darf auf jeden Fall gemacht werden. Mir auch schon aufgefallen. Und hier vorne war halt ein bisschen Spiel, ne? Genau, also wenn man jetzt hier hochhebt, ich guck mal kurz mit rein, kann man halt schauen, ob die Domlager noch in Ordnung sind. Ja, das ist normal, das geht nur im Gummi. Aber wenn man jetzt hier so kippt, hört man auch so ein bisschen. Ja. Ja, da ist ein Spiel dran. Ist auf der Seite nicht. Und hinten auch nicht, ne? Nee. Vielleicht muss ja mal auf der Autobahn mal richtig mal an die Bremsen gehen, dass mal vielleicht die Bremsen freigehen, ne? Ich hatte ja eben schon während der Fahrt ein paar Mal die Bremse gezogen. Da hat man auch schon so ein Geräusch wahrgenommen. Die Handbremse jetzt nur gezogen. Und schauen wir mal unter die Kiste. Genau. So, das ist jetzt hier, wie gesagt, nur das Radlager. Das ist nichts Schlimmes. Das ist in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Haben wir denn jetzt hier wie beim Tesla auch die gleichen Achsgelenke oder ist das hier anders? Grundsätzlich, wenn man beim Model 3 denkt, man halt mal so, dieser Dreieckslenker, der ist halt beim Model 3 oben. Der ist hier unten. Das ist eine andere Aufhängung. Hier ist so ein McPherson. Beim Model 3 ist das eine andere Aufhängung. Und aber die Positionen hier wie Stabilisatorstange und Spurstangenkopf und so, das ist alles gleich. Ne? So, da muss das Radlager muss eingestellt werden. Ist aber nichts Schlimmes. Bremsen sehen noch gut aus. Die Bremsen sind, glaube ich, komplett neu gemacht worden. Ja, das sieht auch so aus. Ich glaube, es gab neue Reifen und neue Bremsen gab es da. Im Hintergrund haben wir so ein Hundegejaule. Das ist diesmal nicht die Paula, das ist die Ruby. Ich guck mal auf die andere Seite, ist ein bisschen heller. Ja, es ist auf jeden Fall relativ trocken. Hier ist ein bisschen Schwitz halt vom Kurbelwellensimmering. Aber nichts Schlimmes. So, und der Auspuff. Das ist ein bisschen offen, ne? Ein bisschen rost, ne? Ja, der ist hier am Aufblähen. Wahrscheinlich zitscht der hier raus, deswegen ist der etwas laut. Ne? Ach, hier ist der Auspuff auch ein bisschen undicht. Also auch undicht. Also das ist schon das, was man hört. Das ist so ein bisschen extrem. Das kommt wirklich hier von so einer Kante? Ja, nee, hier. Da. So, ja. Okay, da geht es halt raus. Genau, und hier ist er halt schon auch das am Aufgehen. Aber eben schon gesehen, das heißt ne? Wahrscheinlich kann man sowas schmeißen, kurz oder lang. Also hinten, das könnte man schweißen, aber insgesamt macht der so einen schlechten Eindruck, der Auspuff. Ich glaube, der kostet auch nicht die Welt, dass man den lieber neu macht. Ja. Stoßdämpfer sind auch mal neu gekommen. Das sieht man hier auch gut, dass sie noch relativ mit von Typenzeichen und so dran ist. Die Federn kann man mal kontrollieren, ob die nicht gerissen sind. Das hatte ich bei meinem Z3, dass die Federn genau, kaputt waren. Genau, BMW ist auch typisch dafür. Ist aber auch ein Zulieferproblem. Ne? Das gab es bei vielen Herstellern. Und hier wurde auch mal was abgedichtet. Ne? Sieht man auch, dass es hier ein altes Teil und ein neues Teil ist, ne? Oder? Ja, also war auch bestimmt schon ein paar Jahre her, wo das gemacht wurde. Also. Ja. Reifen sind da gut? Die Reifen sind gut. Das ist hier zum Beispiel der Punkt, wo ich mir vorstellen kann, gerade jetzt bei Frost oder Rost. Ist aber hier unten offen, ne? Genau, also das ist ein Bautenzug, der ist für die Handbremse. Und das ist schon wahrscheinlich der Punkt, warum die Bremse hier sich nicht richtig löst. Ne? Das heißt, der Zug ist in dem Bautenzug hier, ist der festgerostet. Ja, wahrscheinlich damit hier löst die sich Wasser nicht. Eingetreten oder irgendwie, ne? Genau, die Umierung geht kaputt meistens hier, wenn man irgendwo entweder aufsitzt oder das ist halt Alterung auch, ne? Ja. Sieht man ja, das ist halt. Aber das ist ja auch eine Sache, die. Also das heißt, die müsste ein neues Handbremsteil rein und die Bremse hinten müsste wahrscheinlich gewartet werden. Der Auspuff muss gemacht werden und das Radlager vorne links müsste eingestellt werden. Das sind alles Sachen, die nicht so wild sind. Ne? Nee. Ja, also ich würde jetzt gleich nochmal gucken, dass wir den Beleuchtung durchchecken, aber das ist jetzt auch nichts, was man jetzt auf Garantie noch machen kann. Ne?
Wie sieht das jetzt hier an den Problemzonen aus? Jetzt hier, wenn, haben wir ja auch beim Tesla genauso die Problemzonen, dass da vorne und links Wasser eintritt oder dass da Laub sich sammelt? Das geht hier bis hier runter praktisch, das Kunststoff. Ja. Und hier der Schweller, die Schwellerecke, ist auch in Kunststoff gefasst. Ne? Also ist gar nicht so schlecht gelöst hier, ne? Nö, die haben das eigentlich ganz gut gelöst. Das ist halt hier so eine richtige Kunststoffecke hier. Ne? Mhm. Und hier ist das ist erst das Blech. Ne? Mhm. Und das befindet sich dann wahrscheinlich hier drunter. Ne? Also Mudflaps hier beim... Genau, das ist ja bei dem Modell auch aus Kunststoff. Ne? Das ist ja sehr viel aus Kunststoff hier. Mhm. Die Bremsscheiben sehen auch noch sehr gut aus, ne? Genau, die haben... Die sind ja mal neu gekommen, hat man eben schon gesagt. Die sehen schon richtig, die sehen noch. Kannst du mal mit dem Licht draufhalten, damit das mit der Kamera sieht man? Ja. Die sehen gut aus. Ja. So, das war jetzt das, was man so von unten alles sehen konnte. Jetzt sagst du, guckst noch mal mit dem Licht, ne? Genau, Beleuchtung nach dem Spiegel. Und dann kann man den Fehlerspeicher noch auslesen. Ich habe ja so ein Gerät auch, wo man praktisch die Fehlerspeicher auslesen kann. Mhm. Ein Fehler selber zeigt er jetzt nicht an, dass da jetzt irgendwie die Motorkontrollleuchte oder sowas an wäre. Aber es kann ja sein, dass irgendwas abgelegt ist im Hintergrund. Ne? Gibt es auch wie beim Tesla, dass man quasi so einen internen Fehlerspeicher hat, den der Fahrer da nicht sieht, ne? Genau, der kann aber auch nicht aufgerufen werden, muss also wirklich mit dem Tester ausgelesen werden über die OBD2 Prüfdose. Ne? Wie testest du das jetzt mit dem Licht? Weil du, wenn du reingehst, dann siehst du das da selber nicht so, ne? Oder? Also normalerweise kann ich das so an einem Lichtpegel sehen. Ja? Dann habe ich ein Lichteinstellgerät für die normalen Geschichten. Und das sieht man schon hier, der ist wahrscheinlich ausgehangen. Ne? Das war hier ja das Problem mit dem Spiegel, mal immer rüberkommen. Also der eine Zug ist wahrscheinlich, sind drei Züge drin. Rechts, links geht noch, hoch, runter geht nicht mehr. Kann das sein, dass der rausgeht aus der Halterung raus oder dass der kaputt ist? Das ist wahrscheinlich zu diffizil, dass man das einfach, ich glaube, so ein Spiegel kostet irgendwie 35 Euro oder so im Zubehör. Da macht man dann einfach einen neuen rein. Sieht man, einmal geht der runter, ne, aber rechts, links geht. Ist das eine Sache, auch, die zum Beispiel, hoch nicht. Ne? Ist das eine Sache, die beim TÜV reklamiert wird oder reicht das, wenn man die mit dem Finger selber einstellen kann? Eigentlich reicht es, wenn man das selber einstellen kann. Der TÜV kontrolliert sowas in der Regel nicht. Außer die wissen das. Ja. Okay. So. Tankdeckel, ist alles gut hier, ne? Ja, habe ich eben schon geguckt, das geht. Wie lange dauert das denn, bis so ein Smart normalerweise groß wird? Weil hier steht auch, wenn ich groß wäre, überhole ich euch alle. Ja, ich habe noch keinen gesehen, außer die, die jetzt neu gebaut werden. Warte, da habe ich irgendeinen Knopf gesehen. Eine Verriegelung gerade geöffnet, ja. Ja, hier ist die Hundehütte. Die Hundehütte, genau. Das ist Robis Palace, ne? Robis Palast, ne? Paula kommt direkt und muss einmal schnüffeln, was das hier für eine Hundedecke ist, ne? Was haben wir da unten alles? Ja, hier sind diese Zettel, Ölzettel. Also Service-Zettel. Genau. Und der zeigt dann offensichtlich an, wann die nächste Inspektion fällig ist. Ne? Mhm. Und dann kann man das hier öffnen, runterdrücken. Ja, das haben wir gerade geguckt, da sind so Zettel, wo steht, Service, wann der Service gemacht wurde und der Motor ist da drunter. Ne? Das ist der Motor. Robi liegt auf dem ratternden Motor. Aha. Ach, das ist ein Mercedes-Benz bei Smart, okay. Mittlerweile ist es Geely. Geely? Geely. Fährst du ein Mercedes hier? Ja. Ja, ich wusste, dass Smart bei Mercedes immer steht, aber ob das dazu gehört, wusste ich jetzt nicht. Siehst du, da sind die Zettel, die Inspektionszettel. Ja. Gut, dann gucken wir mal weiter. Hast du mit dem Licht schon geguckt? Soll ich mal hinten gucken mit den Rücklichtern? Ja, es geht jetzt eigentlich nur noch um die Bremse. Blinker würde ja, wenn man... Links ist an. Blinker hinten. Ja. Und hier oben rechter Blinker. Fehlen welche. Das
Kiste. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, glaube ich. Nur eine. Genau. Kann man die dann tauschen, die Lampen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das muss komplett gemacht werden. Okay. Bis jetzt habe ich selber, ehrlich gesagt, lange nicht gearbeitet an so einem Auto. Aber muss ich auch nicht wissen, wie es gerade zu reparieren geht. Ich muss nur feststellen, was los dass ist. Dass es nicht in Ordnung ist. Vorne Blinker gehen auch bei denen? Ja, also die Blinker ist ja so, wenn einer ausfällt, werden die anderen halt schneller. Da würdest du direkt an der Blinkerfrequenz sehen, dass es nicht funktioniert. Ne? Mhm. So, und jetzt hast du hier dann noch Fernlicht. Ne? Ja, das habe ich eben auch gesehen im Rückspiegel, dass alles okay war. Guckst du mal die linke Seite mit dem Blinker? Also die rechte Seite vom Wunderbar geht auch. Ja. Scheibenwischer. Hupe. Geht. Wunderbar. So, der Wolfgang hatte eben erzählt, dass er ein ODB2-Gerät hat, mit dem man die Fehler auslesen kann. Und jetzt schließt er das mal an. Geh mal kurz hier rum, damit man das besser sehen kann. Die ODB2-Schnittstelle ist normalerweise unten im Fußraum links, ne? Oder wo ist die bei dem Auto? Ja, die ist hier oben bei dem Modell. Ach so, ganz einfach, ne? Ziemlich gut ranzukommen. Perfekt zugänglich, ne? Genau. So, und jetzt geht es los. Launch Control, ne? Kannst du jetzt die Raketen abschießen damit? Ja, sozusagen. Ja, das ist der Hersteller. Ja. Und ich habe mir jetzt kein besonders gutes Gerät geholt, weil es jetzt nicht mehr so oft vorkommt mit den Verbrennern. Und bei Tesla kann man da so gut wie gar nichts mit auslesen. Mhm. Ne? So, hier kann man jetzt hier auf die... Jetzt macht er erst eine Fahrgestellnummer scannen. Ist ja wie im Casino hier, wa? Ja, so ungefähr. Gucken. So, jetzt hat es geklappt mit dem Auslesen. Was haben wir jetzt? Ja, es ist ein sporadischer Fehler vom Wahlhebeschalter. Ich schätze mal, dass da irgendwo mal ein Kontaktproblem oder sowas war. Und, also Wahlhebel ist der Schalter jetzt für genau, die Gangschaltung, ne? Schaltung, genau, das ist ja wie eine Automatik. Und dass das ein sporadischer Fehler ist. Man kann das jetzt halt löschen und sagen, okay, wenn das wieder auftritt, dann müsste man das mal... Aber er hat ja keine Fahrfehlerfunktion, ne? Also lässt sich halt schalten und alles. Ne? Fazit vom Tesla-Gutachter, heute Smart-Gutachter. Ja, also beim Fahren hat man es schon gehört, da ist ein bisschen laut hinten vom Motor. Der Auspuff ist an mehreren Stellen undicht, du hast es auch gefilmt, glaube ich, genau. Wo das da so Rußfahnen raus sind. Und er ist so stark korrodiert, dass man ihn am besten ersetzt. Also da irgendwelche Schweißarbeiten oder so dran zu machen, das bringt nichts, weil dann ist er an anderen Stellen nachher wieder kaputt. Das Handbremsseil ist halt total aufgeribbelt und der Bautenzug hängt fest. Das heißt, die hinten, die rechts, die Bremse ist besonders betroffen, die ist schwergängig und löst sich nicht mehr. Und die linke ist auch schon am Schleifen und das muss auf jeden Fall auch gemacht werden. Und Außenspiegel rechts, der lässt sich von innen nur noch rechts, links und runter bewegen, aber nicht mehr nach oben. Da ist wahrscheinlich irgendein Zug auch nicht in Ordnung, aber wahrscheinlich muss man auch den kompletten Spiegel ersetzen. Und bei der dritten Bremsleuchte gibt es halt einen Ausfall von mehreren Börnchen. Ich weiß nicht, ob das jetzt LED ist oder ob das einzelne Börnen sind, dass man die in Stand setzt. Ja, wenn das LED ist, müsste man das wahrscheinlich komplett machen. Ja. Und vorne noch auf der linken Seite mit dem Radlager, ne? Genau, das Radlagerspiel, das kann man halt mal einstellen. Das ist jetzt so eine Wartungsgeschichte halt. Ne? Okay. Ja. Sonst scheint ja alles okay zu sein. Ja. Fehlermeldung hat man im Auto nur die mit genau, von der Schaltung, so ein sporadischer Fehler, da ließ sich löschen, das ist also kein dauerhafter Fehler. Ne? Okay. Genau, das ist wahrscheinlich irgendwann mal eingetreten. Das war heute mal ein anderes Video vom Tesla-Gutachter aus der Elektrogarage. Wir wollten einfach mal zeigen, dass der Wolfgang auch andere Sachen kann, aber er hat ja momentan so viel zu tun mit Tesla, dass er eigentlich da ausgebucht ist und wir sind ja eine Elektrogarage und die Elektrogarage bleibt eine Elektrogarage. Das war heute mal ein Rückblick in die alte Welt und war spannend, aber wir verfolgen mal weiter, was der Wolfgang macht. Du hast heute noch einen Tesla Plate besichtigt. Genau, der hat Winterreif direkt als Neufahrzeug bekommen und hat trotzdem Wackeln drin. Und er sagt aber, es wäre nicht von Anfang an, deswegen gehe ich davon aus, dass die Reifen sich wahrscheinlich gedreht haben auf der Felge. Bei der Power ist das wahrscheinlich nicht zu verdenken. 1000 PS, ne? Genau, es hat Probleme, wenn man Reifen neu montiert, wird da so eine Montagepaste eingebracht.
Und wenn die noch nicht ganz trocken abgetrocknet ist, dann drehen dann sich die Reifen. Ja. Kann es in seltenen Fällen sein, dass sich der Reifen auf der Felge bewegt und dann ist die Auswuchtung natürlich wieder dahin. Ne? Wunderbar. Wir sagen mal auf Wiedersehen aus der Elektrogarage. Paula, was hast du dazu zu sagen? Und Ruby ist auch hier. Heute war das nicht die Elektrogarage, sondern auch die Hundegarage. Auf Wiedersehen, Leute. Tschö. Just go ahead, go and catch me, baby. Ooh.